fühlen sich unsere Kunden eingeschränkt. Wo kommt der Strom her? Wie kommt vor allem der Strom nach Hause? Es ist ein enormes Potenzial, was da drin steckt. Macht dir das Angst? Hast du nachts schlaflose Nächte? Daran anknüpfend, aber die viel spannendere Sache war das Thema Reichweitenangst. Wir reden über Elektromobilität rauf und runter. Wir bekommen hunderte an Zuschriften und da sind immer ganz viele dabei, die natürlich die üblichen Fragen stellen. Wie soll das eigentlich alles funktionieren? Wo kommt der Strom her? Wie kommt vor allem der Strom nach Hause, wenn jetzt alle irgendwie elektrisch fahren von heute auf morgen? Und wir wollen uns dieser Thematik heute mal ein bisschen nähern. Und zwar gehen wir heute mal ganz speziell auf das Thema Netze ein. Das Thema Stromversorgung werden wir in einem anderen Video mit anderen Gästen nochmal besprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir einen super kompetenten Ansprechpartner dazu da haben. Das ist der Markus Wunsch. Hallo Markus, sage ich mal an der Stelle. Grüß dich. Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung. Genau, und wie das bei uns üblich ist, der Markus ist bei uns zugeschaltet per Teams. Und Markus, wo sitzt du? In Baden-Württemberg, glaube ich, ne? Genau, ich sitze in der Nähe von Baden-Baden im Nordschwarzwald und habe es hier wunderschön und warm. Und dann könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, von welcher etwas größeren Firma, sage ich jetzt mal, der Markus stammt, beziehungsweise wo er arbeitet. Dann machen wir einfach mal, Markus, sag uns doch einfach mal, für wen du arbeitest und was so dein Gebiet ist. Und dann gehen wir so ein bisschen ins Thema Stromnetze und Elektromobilität rein. Sehr gerne. Ich bin bei der Netze BW angestellt. Die Netze BW ist der größte Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg, gehört zum Mutterkonzern der NBW und dort darf ich das Thema Netzintegration, Elektromobilität verantworten. Da haben wir im Jahr 2016 haben wir begonnen, die Aktivitäten in dem Thema sehr, sehr gezielt voranzutreiben und sind da mittlerweile, wie gesagt, einige Jahre dabei, haben wichtige, tolle Erfahrungen gesammelt und jetzt gerade in der aktuellen Dynamik ist natürlich da auch ordentlich was los. Markus, wenn man bei euch auf die Homepage geht von der Netze BW, dann kommt gleich so ein riesen oranges Feld, da steht ganz dick drin, Elektromobilität braucht starke Stromnetze. Gehört eine Schuko-Steckdose schon dazu? Ist das für dich schon ein starkes Stromnetz? Schuko-Steckdose bitte nicht zum Laden eines Elektrofahrzeugs, die ist je nach Hausinstallation nicht ausgelegt fürs Laden von einem Elektrofahrzeug. Dann bitte eine Wallbox und wir kümmern uns dann entsprechend um das starke Stromnetz, das hinten dran liegt. Genau, dann wollen wir nämlich genau darauf zu sprechen kommen. Wenn ich ein bisschen runterscrolle auf der Seite, dann steht da, wir haben in Deutschland ja mal das Ziel gehabt, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge oder sagen wir mal elektrifizierte Fahrzeuge bei uns zu haben. Wir haben das Ziel nicht so ganz erreicht, aber wahrscheinlich schon im nächsten Jahr werden wir das knacken. 2030 stehen da sogar vielleicht schon 10 oder ich habe sogar gelesen, schon vielleicht 12 oder 15 Millionen Elektro- oder elektrifizierte Fahrzeuge in den Haushalten. Macht dir das Angst? Hast du nachts schlaflose Nächte als jemand, der sich mit dem Thema Stromnetze, Versorgung, Elektroautos beschäftigt? Schlaflose Nächte habe ich deswegen nicht, aber es ist tatsächlich eine extreme Dynamik, die wir gerade sehen in der Entwicklung der Elektrofahrzeuge. Für uns natürlich auch immer entscheidend in der Entwicklung der Ladepunkte für die Elektrofahrzeuge. Und das sind wir derzeit in einem exponentiellen Verlauf drin. Und das ist für uns und für das Stromnetz extrem herausfordernd, dass wir entsprechend auch unsere Infrastruktur weiterentwickeln. Und deswegen schlaflose Nächte nicht. Es ist herausfordernd, aber es macht Spaß, daran zu arbeiten und dann auch dafür zu sorgen, dass unsere Kunden laden können. Was macht dir denn im Moment am meisten Kopfzerbrechen zu dem Thema? Das hängt so ein bisschen an den Herausforderungen, die wir haben als Netzbetreiber mit der Elektromobilität. Wir unterscheiden da grundsätzlich die Ladevorgänge in zwei Kategorien. Das ist das private Laden, also das Laden mit niedrigen Ladeleistungen in einem nicht öffentlich zugänglichen Bereich, also zu Hause oder am Arbeitsplatz, und das öffentliche Laden, also an der Tankstelle künftig, am Supermarkt, das Gelegenheitsladen oder eben über Land an der Autobahn. Und die zwei Kategorien, die haben komplett unterschiedliche Herausforderungen für das Stromnetz. Im ersten Teil, nämlich im privaten Laden, da hat das Fahrzeug ja recht lange Zeit, den Ladevorgang abzuschließen und im Prinzip vollzuladen, weil es zu Hause, da hat es die ganze Nacht normalerweise, am Arbeitsplatz zumindest mal die Zeit, die das Fahrzeug während der Arbeit dort auch geparkt ist. Entsprechend ist die Ladeleistung niedriger.
Wir haben aber das Problem, dass wir hier in der Niederspannung sind. Das heißt, das Stromnetz, es wurde ursprünglich nicht dafür konzipiert, eine Ladeleistung, die vergleichsweise zu anderen üblichen Verbrauchern in der Niederspannung relativ hoch ist, mit Leistung über so einen langen Zeitraum zu versorgen. Und das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Herausforderung, die für uns derzeit auch wahrscheinlich die größte ist. Jetzt habt ihr ja fünf Handlungsfelder identifiziert in eurer langjährigen Arbeit damit. Und ich würde die einfach mal mit dir mal durchgehen und dann schauen wir mal, was wir da für Erkenntnisse bekommen, wie ihr versucht, das Problem oder die Probleme zu lösen oder sagen wir mal eher die Herausforderungen zu meistern. Da steht als Punkt 1 identifizieren. Wir wissen, was in unserem Netz los ist und dann steht da was frühzeitiges Erkennen von Hotspot-Regionen. Was ist damit gemeint? Da sind wir genau in dem Thema privates Laden und Niederspannung. Also da geht es darum, dass wir über diesen aktuellen Hochlauf der Elektromobilität, dass wir da entsprechend auch viele Ladepunkte im privaten Bereich in unserem Stromnetz installiert bekommen, die wir entsprechend integrieren dürfen und auch müssen. Und hier geht es darum, dass wir Transparenz haben. Also wo findet dieser Hochlauf denn tatsächlich statt? Wir haben aktuell zwei Kategorien von Ladeeinrichtungen im privaten Bereich, üblicherweise die 11 kW-Wallbox oder die 22 kW-Wallbox. Und da ist der Unterschied, dass die eine nur meldepflichtig ist. Entsprechend, da muss dem Netzbetreiber nur Bescheid gegeben werden, dass diese Wallbox installiert wurde. Die größere Wallbox, das ist ab 12 kVA-Leistung. Da sprechen wir von einer Genehmigungspflicht. Da kommt vorher eine Anfrage bei uns rein als Netzbetreiber. Wir können das Netz prüfen, entsprechend prüfen, ob genug Kapazität im Stromnetz ist und dann auch eine Genehmigung erteilen, dass diese Wallbox installiert werden kann. Deswegen auch alle größeren Wallboxen, alle öffentlichen Ladeparks, alle Leistungen, die über diesen 12 kVA liegen, die haben dann eben den anderen Touch der Herausforderung. Da geht es nicht für uns nahe Leistungsbereitstellung, weil wir kriegen es ja frühzeitig mit, wir können es prüfen, wir können das Netz verstärken dafür. Da geht es um das Thema Geschwindigkeit, weil oft haben wir hier Netzverstärkungsmaßnahmen, die Genehmigungsprozesse brauchen und da müssen wir frühzeitig eingebunden werden. Und beim Thema Identifizieren, Netzengpässe, Hotspots, alles, was du gerade gesagt hast, da wollen wir verstehen, wo findet in diesem privaten Bereich der Hochlauf statt, welche freien Kapazitäten hat unser Stromnetz in diesen Regionen und gibt uns dann einen Aufschluss darüber, wo müssen wir aktiv werden, also wo müssen wir unser Netz weiterentwickeln und auch verstärken, um dann diese Ladepunkte auch mit Leistung zu versorgen. Habt ihr denn eigentlich jetzt schon mal so Punkte identifiziert? Jetzt schon, du hast ja gesagt, wir sind ja voll im Markthochlauf drin. Punkte, die euch Kopfzerbrechen machen, wo ihr sagt, hier müssen wir was machen. Und zwar, dann komme ich nämlich auch schon auf den Punkt 2, der bei euch als Handlungsfeld hier aufgeschrieben ist. Überbrückungslösungen. Also ich stelle mir das jetzt vor, ihr müsst irgendwo nochmal einen Dieselgenerator zusätzlich hinstellen, um das Netz zu stützen oder. Also ja, wir haben sehr frühzeitig begonnen, diese möglichen oder künftigen Hotspots zu identifizieren. Und zwar haben wir dafür ein Prognosetool entwickelt, das es uns ermöglicht, so ein Zielszenario, das vorhin von den 10 Millionen Fahrzeugen oder 15 Millionen Fahrzeugen in Deutschland in 2030, das zu regionalisieren. Sprich, wie viel von diesen 15 Millionen Fahrzeugen in 2030 in Deutschland landen bei uns in unserem Netzgebiet? Und wenn ja, an welcher Stelle? Und dann, wie gerade gesagt, wie ist die tatsächliche Auslastung in diesem Stromnetzteil, in diesem Stromkreis, und dann genau zu wissen, da kann es künftig eng werden. Und da haben wir über 500 solcher Hotspots identifiziert in unserem Stromnetz und haben begonnen, die mit Sensorik auszustatten. Sprich, wir wissen, da könnte es eng werden, also wollen wir mit Digitalisierung im Verteilnetz, wollen wir diese Hotspots überwachen, um dann eben frühzeitig also bevor ein Netzengpass eintritt, Bescheid zu wissen, dass wir in eine Grenze reinlaufen. Und deswegen ja, wir haben die identifiziert und wissen dann auch, wo wir entsprechend aktiv werden müssen. Sind das, ich hänge mal noch eine kurze Frage an, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Sind das so Straßenzüge, wo ein Rechtsanwalt neben dem Chirurg lebt und daneben wohnt dann der Ölscheich, wo also einfach ein E-Auto nach dem anderen hinpurzelt, weil einfach auch die Einkommensstruktur so ist? Oder sind das tatsächlich auch andere Bereiche, Tiefgaragen, Einkaufscenter, wo plötzlich ganz viele Ladestationen geschaffen werden? Oder ist es ganz Also ist es unterschiedlich? tatsächlich so, dass wir in dieser Regionalisierung auch soziodemografische Daten etc. einfließen lassen, wo dann natürlich so ein klassischer Vorstadtbereich entsprechend früh kategorisiert wird als ein Bereich, wo früh mit einer großen Durchdringung zu rechnen ist. Aber das sind oft auch Regionen wie Freileitungsnetze in der Niederspannung, also nicht ganz so stark ausgebaute Netze, wo wir frühzeitig an Engpass reinlaufen. Und auch das sind dann Hotspots, die wir identifizieren.
Und die sind dann im ländlichen Raum. Also das ist dann völlig unterschiedlich. Okay. Netzverstärkung, das ist ja dann eigentlich genau der Anschlusspunkt dazu. Zum Beispiel Netzverstärkung im ländlichen Raum, da wo vielleicht sowieso schon, sage ich mal salopp gesagt, die Spannung dann so langsam so ein bisschen ausläuft und vielleicht dann da also auch Probleme auftreten. Wie muss man sich denn so eine Netzverstärkung jetzt vorstellen? Kommt ihr und buddelt und vergrabt einfach dickere Kabel? Kommt ihr und bringt einen größeren Transformator? Oder ist es eine ganze Kaskade an Maßnahmen, die dann ergriffen werden müssen, um solche ja, Hotspots sozusagen zu beseitigen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das hängt von der tatsächlichen Situation ab, also von dem Hotspot oder von dem Teil des Stromnetzes, das tatsächlich verstärkt werden muss. Ist es einfach nur ein Kabel oder es wird ein zweites Kabel verlegt? Es gibt auch betriebliche Maßnahmen wie eine Vermaschung von einem Stromnetz, wo ich entsprechend auch durchführen kann. Aber in der Verstärkung, das kann ein Kabel sein, das kann eine ganze Station sein, das kann, wenn ich in höhere Regionen gehe, kann das auch ein UW irgendwann sein, wenn ich auch ans öffentliche Laden denke mit ganz, ganz hohen Ladeleistungen, das ist unterschiedlich. Aber wichtig für uns, ja? Ja, ich wollte nur fragen, UW, ich nehme mal an, Umspannwerk. Richtig, Okay, ja, genau. Und für uns aber wichtig, bevor, also der Netzausbau, der ist unausweichlich, den werden wir brauchen. Und der dauert seine Zeit, weil wenn wir den machen wollen, dann wollen wir den richtig und nachhaltig und vorausschauend machen. Und dafür brauchen wir eine gewisse Zeit. Und diese Zeit, die soll uns diese Überbrückungslösung, die du vorhin angesprochen hast, geben. Sprich, eine Optimierung von einem bestehenden Netz. Und da sind Themen wie Lademanagement, sprich auch eine zeitweise Anpassung von der Ladeleistung an eine Stromnetzkapazität, ganz, ganz entscheidende Maßnahmen, die uns helfen. Und das im Einklang. Also jetzt Maßnahmen wie Lademanagement, das bestehende Netz, die Kapazität, die Aufnahmekapazität vom bestehenden Netz zu erhöhen, also unseren Kunden schnellen Anschluss gewähren und dabei gleichzeitig vorausschauend auszubauen. Das ist so das Gleichgewicht, das wir gerade finden. Also das heißt, ihr fangt auch erstmal an mit Kopf statt Kupfer so ein bisschen, ja. Also erstmal überlegen, wie können wir das besser nutzen, was wir haben. Und im Zweifel kommt dann der Kupferausbau, also sprich die Netzverstärkung, wie auch immer, dann ein bisschen hinterher. Markus, mir ist gerade eingefallen, wir hatten hier vor einiger Zeit bei uns auf dem Kanal mal ein, zwei Sendungen mit jemandem, der ein bisschen Probleme bei sich bekommen hat. Der wohnt nämlich in so einem, sagen wir mal, Abseitsort und wollte dort für seine Ferienapartments eine zwei, drei Ladestationen errichten. Im Zuge dessen musste das Netz verstärkt werden und plötzlich haben alle irgendwelche Rechnungen bekommen. Ich verkürze das jetzt mal, wir verlinken das mal in den Shownotes, könnt ihr euch nochmal angucken, war ein ganz spannender Fall. Die Frage, die sich mir stellt, ist, du sprichst von Netzausbau, von Netzverstärkung, Ausstattung mit Sensoren, wer bezahlt denn das eigentlich alles? Also kriegen dann wirklich die Leute, die in so einem Netzbereich wohnen, wo was gemacht werden muss, eine Rechnung ins Haus geflattert, wo dann vielleicht steht ja, ihr Kollege Hans Müller hat ein E-Auto und deswegen müssen jetzt alle so und so viel bezahlen oder wird es über die normalen Also Netzentgelte grundsätzlich sind wir als bezahlt? Verteilungsvertreiber verpflichtet, solchen Anschlussbegehren nachzukommen, das Netz auch zu verstärken. Und das wollen wir auch, damit entsprechend auch die Elektromobilität stattfinden kann. Ob das dann rein über die Netzentgelte funktioniert, ob es Baukostenzuschüsse unserer Kunden gibt, das hängt auch wieder von der Situation ab. Also wie sieht der Netzanschluss vor Ort aus? Welche Maßnahmen der Verstärkung müssen wirklich getroffen werden? Aber grundsätzlich im ganzen Thema Elektromobilität und Netzausbau funktioniert das über unsere Netzentgelte. Innovation und Intelligenz ist euer Handlungsfeld Nummer 4. Da steht, wir entwickeln kontinuierlich innovative, kundenfreundliche Lösungen für einen intelligenten Netzanschluss. Also das ist im Prinzip das Köpfchen. Richtig. Das Köpfchen steckt auch ganz viel in Handlungsfeld 2 mit dem Lademanagement, Digitalisierung auch in Handlungsfeld 1. Also wir müssen erstmal Digitalisierung, Sensorik in unser Stromnetz reinbringen, bessere Prognosen hinbekommen, wo es hingeht. Und dann das Thema Lademanagement, das ja auch ein IoT- und Digitalisierungsthema ist. Aber dann ist ganz wichtig, dass wir innovative Projekte, Forschungsprojekte durchführen, um zu verstehen, wie lassen sich diese Lösungen anwenden, welche Potenziale haben die, wie wirken die auf unsere Kunden, wie müssen die ausgeprägt sein. Und da gehen wir Forschungskooperationen mit Industriepartnern, Universitäten etc. ein. Und das steckt alles in diesem vierten Handlungsfeld mit drin. Und ihr macht ja auch die Netzlabore, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das kann ich jetzt schon ankündigen, da haben wir dann auch noch ein zweites Video dazu mit einem Kollegen von dir. Also bitte bleibt mal bei dem Video dran bis zum Schluss. Dann verlinken wir euch auch dann oder ihr kriegt einen Hinweis auf das zweite Video. Ich möchte aber nochmal kurz bei den Handlungsfeldern bleiben. Wir sind gleich durch. Wir sind bei Nummer 5, Gremien und Öffentlichkeitsarbeit. Wir stemmen die Elektromobilität, die Mobilitätswende nur gemeinsam. Welche Aufgaben, jetzt könnte man denken, naja, ihr seid jetzt diejenigen, die die Netze bauen, die die Kabel ziehen, die Transformatoren hinstellen, was geht euch die Öffentlichkeitsarbeit an?
Grundsätzlich ein Thema Gremienpolitik. Da war es ganz spannend, wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung der Elektromobilität sich anschaut, dass der Netzbetreiber oder der Netzbetrieb generell Gehör findet. Ja, dass es verschiedene Player gibt in einer Mobilitätswende, ob das die Vertriebe sind, die Automobilhersteller, aber auch eben die Energiewirtschaft mit dem Netzbetrieb. Da ist es für uns natürlich wichtig, dass das wir gehört werden und dass gemeinsam ein Gesamtoptimum gefunden wird. Und da vertreten wir unsere Sicht in verschiedensten Gremien, auch Bundesebene, sind zum Beispiel Mitglied auch des VDA oder eben auch auf Landesebene. Und dort hilft uns natürlich, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben, entsprechend unsere Erkenntnisse auch publik machen, die wir gewinnen, beispielsweise auch in unseren Netzlaboren, über die wir gleich sprechen. Okay, das war schon mal, also fand ich ein sehr spannender Einblick in eure Handlungsfelder, wo ihr überall tätig seid. Das können wir natürlich in Form von so einem 20-Minuten-Video nur anreißen, aber man kann bei euch ja auf den Webseiten auch nochmal sehr viel Interessantes dazu nachlesen. Auch wenn man nicht im Netzbereich der NBW lebt oder wo ein Strom bezieht, ist es total spannend, da mal reinzugucken. Du hast gesagt, ihr habt 2016 angefangen bei diesem Thema und ihr habt ja auch sogenannte Netzlabore, wo ihr also ganz real mal probiert, was ist wenn. Und du warst, und das wollen wir jetzt so am Schluss dieses Videos nochmal so 3-4 Minuten besprechen oder zumindest anreißen, auch dazu gibt es viele Informationen bei euch auf der Webseite. Du warst beteiligt in dem Netzlabor, das nannte sich, glaube ich, Elektrische Allee oder so in der Richtung. Wie ist es genau? Also wir haben insgesamt 4 Netzlabore, die wir durchgeführt haben und aktuell auch durchführen. Die laufen alle bei uns im Bereich zusammen. Das ist die E-Mobility Allee als erstes Netzlabor. Und es sind dann folgend die aktuelleren, das E-Mobility Carré, die E-Mobility Chaussee und das intelligente Heimladen. Und im Prinzip laufen die alle bei mir im Bereich zusammen. Und da kümmern sich meine Kollegen und ich drum. Bei dem Projekt der Allee waren es, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Haushalte, glaube ich, ne, die Elektrofahrzeuge bekommen haben. Es waren verschiedene Fahrzeuge, die auch unterschiedliche Ladecharakteristika haben. Und das Projekt ist jetzt schon ein bisschen her. Ihr könnt, wie gesagt, die Informationen nachlesen, wir verlinken das. Was war jetzt für dich sozusagen oder für euch vielleicht so die Top 2 oder die Top 3 Erkenntnisse, die ihr aus diesem Netzlabor herausfiltern konntet? Ich glaube, das sind die Erkenntnisse, die auch dadurch entstanden sind, dass wir das im realen Umfeld gemacht haben. Ne? Dass wir uns nicht hingesetzt haben, okay, wir können ja auch eine fiktive Straße uns rauspicken, können dort mit einer 50% Durchdringung an Elektromobilität rechnen und schauen, was hätte das denn für Erkenntnisse oder für Netzrückwirkungen für Stromnetz. Und für uns waren die wertvollen Erkenntnisse, die wirklich durch diesen realen Umgang und diesen gemeinsamen Umgang mit unseren Kunden, die Erfahrungen, die da entstanden sind. Und das ist das allererste, das Ladeverhalten. Auch wenn trivial, die erste Erkenntnis, die war, wann finden die meisten Ladevorgänge statt. Das bestätigt sich, das ist in den frühen Abendstunden, das war nicht die Rocket Science im Prinzip, die wir da geschaffen haben, aber trotzdem eine erste wichtige Erkenntnis. Daran anknüpfend aber die viel spannendere Sache war das Thema Reichweitenangst. Wir sehen in all unseren Netzlaboren, dass sobald die Menschen umsteigen auf das Thema Elektromobilität, also elektrisch fahren, dass zu Beginn die gewisse Reichweitenangst da ist, die sehen wir in der Anzahl der Ladevorgänge. Also ich komme nach Hause, stecke das Fahrzeug an und mache das im Prinzip jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, egal wie der Akkustand ist. Mit einer fortschreitenden Projektdauer nimmt die Reichweitenangst ab. Das heißt, die Anzahl der Ladevorgänge, die nimmt ab und gleichzeitig steigt die Energiemenge pro Ladevorgang. Und das ist total spannend, wie die Menschen auch im Thema Elektromobilität Vertrauen fassen und auch sehen, naja, wenn da 50% Akku steht, dann ist da auch 50% Akku drin und ich weiß, wie weit ich komme. Das ist also so ein ganz tolles Thema, was wir mit unseren Kunden gewonnen haben. Und ansonsten fürs Netz relevant, wann finden Ladevorgänge gleichzeitig statt? Also wie summiert sich auch eine Ladeleistung in einem Stromkabel auf und was ist dann wirklich dieser Leistungspeak? Und dann, welches Potenzial haben Lademenschen Konzepte für uns, fühlen sich unsere Kunden eingeschränkt, wenn wir zeitweise Leistungen auch begrenzen. Und da war ganz klar, dass das Signal, es ist ein enormes Potenzial, was da drin steckt, um die gefährlichen Lastspitzen für uns zu kletten, also das Stromnetz zu schützen und diese Zeit zu gewinnen, die ich vorhin gesagt habe. Und gleichzeitig bekommen wir das direkte Kundenfeedback, dass sich unsere Kunden dadurch nicht eingeschränkt fühlen, weil sie es entweder gar nicht gemerkt haben oder weil das Fahrzeug am Abend eben, wo wir auch zeitweise begrenzen, noch eine ganze Nacht zur Verfügung hat, um vollzuladen. Am nächsten Morgen ist das Fahrzeug sowieso wieder voll und ich kann entsprechend meine Fahrt durchführen, die ich geplant habe. Abschließende Frage von mir mit einer Bitte um eine, schwierig, weil weites Thema, trotzdem möglichst kurz. Ja, das sind immer so die Challenges bei uns.
Thema Stromspeicher. Ihr habt bei diesem Projekt auch Stromspeicher eingesetzt, sowohl dezentrale in den Kellern, immerhin mit knapp 20 Kilowattstunden Speicherkapazität, 19 glaube ich waren es, und ihr habt aber auch, glaube ich, einen zentralen Speicher hingestellt mit knapp 66 Kilowattstunden. Sag uns doch mal ganz kurz, welche Bedeutung hat oder welche Bedeutung können in Zukunft Stromspeicher haben? Und da meine ich auch ein bisschen dieses Thema Vehicle to Grid. Grundsätzlich sprechen wir da einmal beim dezentralen Speicher. Das ist über eine Eigenverbrauchsoptimierung. Ein Kunde hat bei sich daheim einen Speicher, den er verwendet, um seinen Solarstrom zu speichern und dafür sein Elektrofahrzeug zu laden. Tolle Sache, ist für den Kunden perfekt und für uns auch, weil dadurch sein Lastprofil am Anschlusspunkt sich glättet und entsprechend wir auch weniger Lastspitzen haben. Der zentrale Speicher, das war für uns so ein Versuch, mal zu schauen, kann das helfen, um einen Leistungsboost darzustellen, wenn die Fahrzeuge laden, gleichzeitig im Speicher funktioniert. Geringeres Potenzial als Lademanagement und dann auch unflexibler, teurer im Invest etc. Wer betreibt das? Wir dürfen es gar nicht als Netzbetreiber. Deswegen da unsere klare Kenntnis, Lademanagement ist deutlich flexibler, besser und hilft uns da auch deutlich mehr. Okay, denke ich mal auch in Hinsicht auf das Thema Winter, weil da ist ja mit den privaten Speichern nicht so viel zu holen. Bei einer PV-Anlage einen zentralen Speicher kann man vielleicht konkret aus dem Netz laden, wenn irgendwo mal ein Windüberschuss ist. Aber ihr merkt schon, das ist, also da reiht sich ein Thema ans andere. Wir wollten es jetzt zumindest mal anreißen. Ich habe gesagt, ihr findet wahnsinnig viele Informationen auf den Seiten der NetzeBW zu diesem Thema beim Bereich Elektromobilität und Netzanschluss. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Markus, wir sind schon wieder quasi am Ende der Zeit angekommen. Ich habe bestimmt irgendwas ganz Wichtiges vergessen, dich zu fragen. Willst du noch am Schluss was ganz Wichtiges loswerden, was ich dich heute nicht gefragt habe? Wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz lang gemeinsam sprechen und es wäre auch noch ganz, ganz lang sehr, sehr spannend, der Austausch, da bin ich mir sicher. Nee, es ist ein tolles Thema, okay. Die Dynamik macht Spaß, die Entwicklung ist toll und wir freuen uns, wenn wir als Netzbetreiber uns einen Teil dazu leisten können, dass das klappt, der Umstieg auf die Elektromobilität. Okay, das heißt, wenn uns das nächste Mal jemand anspricht und sagt, das klappt sowieso nicht wegen der Stromnetze, dann sage ich jetzt zu dem, pass auf, dann geh zu Markus nach Hause, guck, der schläft ruhig und dann funktioniert das einwandfrei. Also Scherz beiseite, es ist natürlich noch eine Menge Arbeit, aber ich glaube, wenn wir das gut und vernünftig anpacken alle und rechtzeitig machen, dann klappt das auch. Markus, von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, für uns dabei zu sein. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin, viel Erfolg bei eurer Arbeit und da wir jetzt uns so langsam aus der Corona-Krise rausarbeiten, wahrscheinlich auch für dich, dass du wieder mehr im Büro und nicht im Zuhause sitzen musst und ihr auch wieder gemeinsam richtig miteinander arbeiten könnt. Also super Arbeit, vielen Dank von meiner Seite, Markus, an dich und ich sage einfach mal wie immer vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute zuzugucken. Und ja, hinterlasst bitte ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst es, und einen Daumen nach oben für den Algorithmus bei YouTube. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt uns auch mal einen Daumen nach unten, schreibt aber mal rein, was euch gefehlt hat oder was ihr vielleicht noch einfach wissen wollt. Und vielleicht, Markus, hängen wir ja nochmal einen Teil dran, wenn entsprechend Nachfragen kommen, die du dann zu beantworten hast. Dann nehmen wir dich in die Pflicht. In dem Sinne, vielen Dank, Markus, und alles Gute. Ciao, ciao.